Erster Lauf der Klasse Youngster. Die Startaufstellung, die 401, und da sehen wir es deutlich. Smoker, Zweitakter, die 250er KTM mit Marcel Staufer. Dann die 20, ist in grün. Mike Werder in gelb. So, da Bonacorsi, der geht ganz nach hinten. Sehr interessant. Viele Top-Piloten gehen in die Mitte. Und die anderen gehen dann eben auf die andere Seite. Also Bonacorsi als auch Håkon Fredriksen trennen sich da von der übrigen Spitze. Marcel Staufer, Andrea Bonacorsi, Maxim Groh, Camden McLell, Mike Werder, Håkon Fredriksen, Paul Bloy, der Kosak-Pilot, starker Siebter, Noah Ludwig auf der 8, Manik Appelt auf der 9. Drei Deutsche in den Top 10, Oriol Oliver, der Zehner, der Spanier, Nico Greutmann, ein weiterer Deutscher, auch klasse, hier mit dabei. Dann haben wir Liam Everts, letztes Rennen gewonnen, Qualifying jetzt nicht so gut, Marius Pumpus, Rasmus Pedersen, Magnus Smith, Maxi Spies, Leon Rehberg, Dave Koiker, Tom Schröder, Nick Domann, William Klemann, Christoph Jakob, Peter König, Rob Wind, Kevin Kröner, Falk Reiner, Stanislav Vasicek, Lauri Falke, Finnik Gastornau, Radim Kraus, Viktor Klemann, Max Tunecke, Lukas Fiedler, Fritz Greiner, Justin Trache, Max Bülow, Pius Bergmann, Malik Schoch, Erlanders Makonis und Samuel Fink. Das sind die 40 qualifizierten Piloten, die auch alle hier jetzt dabei sind. Mit der 401. Das ist für das Sturm STC Racing hier in Deutschland unterwegs. Der Kini KTM-Pilot aus Österreich, Marcel Staufer. Kleiner 484. Koika sahen wir dazwischen im gelben Dress auf der Monster Yamaha. Da die 7, rot-weißer Dress. Maximilian Spies. Die 701 steht da neben der 20, Maxim Groh. Man muss Chancen nutzen im Grid. Gucken wir mal, wo die Reise hingehen wird. 20 Minuten plus 2 Runden. Here we go. Und es sind die WZ-Piloten Mike Werder und Oriol Oliver, die die Spitze übernehmen. Aber erneut Mikey Werder mit dem Holdshot. Ganz, ganz stark, wie schon letzte Woche am Samstagsrennen. Der Schweizer mit der besten Reaktion, aber diesmal noch sein Teamkollege mit der 10 dabei. Everts ganz stark auf die 4 vorgeschossen im hellblauen Dress, macht sich jetzt schon am schwarz-weiß gekleideten Maxim Groh der Nummer 20 zu schaffen, und dahinter dann Staufer, touchiert fast einen Baum. Der ist deutlich besser weggekommen als Spies, der hier nur im vorderen Mittelfeld liegt, wird also viel, viel Arbeit verrichten müssen. Dichtes Gedränge vor der Ziellinie, erste halbe Runde absolviert. Werder. Dann haben wir Oliver, dann Grau, dann Everts, Bonacorsi schon, Staufer, Jakob, Koika, Appelt, Kraus und Spies nur auf der 17. Schwierige Position für ihn, aber wir haben ja noch 19 Minuten plus 2 Runden auf dem Tableau stehen.
Gucken wir mal, wie die Spuren jetzt sind, wie viele verschiedene Möglichkeiten es dafür die Piloten gibt. Wer ist da immer hinterher? So, da hat Oriol seine KTM fast ausgebremst. Hier gab es leider einen Sturz für die 470 für Peter König. Hat sich da ein bisschen wehgetan, steht jetzt aber wieder auf. So, und jetzt, ja, der ist dann doch vorbeigegangen. Die 20 auf die zweite Position. Vorbei an Oriol Oliver am Schweizer Spanier mit der Startnummer 10. Und dann Andrea Bonacorsi hat sich Rang 4 geschnappt vor Liam Everts. Der versucht hier jetzt nochmal auf der Innenlinie einen Konter zu setzen. Aber Bonacorsi schmeißt die Tür sofort zu und die beiden direkt hinter der orange-weißen 10. Dann Staufer auf Platz 6 unterwegs, der Meisterschaft Zweite. Dann Koika, dann Frederiksen. Ja, ein kleiner Fehler von Staufer, dennoch vorbei an Everts. Der will unbedingt Marcel Staufer hier an diesem Wochenende den Titel klar machen. Und wirklich Plätze 2, 3, 4, 5, 6, Rad an Rad unterwegs. Gerda mit minimalem Vorsprung von 0,8 Sekunden. Aber der kann sich da nicht ausruhen. Du auf der Rockstar Energy. Husqvarna. Dann fast der Sturz von Oriol Oliver. Schon der zweite Fehler vom Spanier. Bleibt aber auf seinem Bike, bleibt auch auf der dritten Position. Bonacorsi und Staufer können nicht davon profitieren. Werder weiter in Führung. Staufer attackiert jetzt hier schon. Und Gru ist dran an Werder. Die Spitze jetzt heiß umkämpft. Maxim Gru hat da Meter gut machen können. Sucht nach einer Möglichkeit, irgendwo zu attackieren. Jetzt beide einen Schritt zu weit im nächsten Eck. Dahinter weiter die 10. Dann Bonacorsi, dann Staufer. Bonacorsi ja im gelben Dressi auf der blauen Yamaha. Die 35, der Italiener. Everts muss ein bisschen abreißen lassen, die 72. Auf der sechsten Position. Absolut hochklassig, was hier gezeigt wird. Die EM-Piloten allesamt vorne. Und zeigen hier wirklich ganz, ganz enges Racing. Ja, und hinter Everts kommt Koika mit der zweiten Hutenmedaille mal ordentlich unter Druck und Fehler bei Gwerda. Gwerda bremst das Motorrad aus und verliert sofort drei Positionen. Sehr ärgerlich für Mike Gwerda. Maxim Gro ist das jetzt der Gesamtsieger beim Auftakt in Bielstein, der die Führung innehat vor Oriol Oliver, vor Gwerda, dann Bonacorsi, dann Staufer. Everts bleibt auf 6, ist aber noch nicht dran an der Gruppe vorne, um da zu attackieren. Werder versucht hier Platz 3 zumindest zu verteidigen. Jetzt der Angriff von Bonacorsi rutscht ein bisschen aus, der Italiener. Und so ist sofort der Verfolger wieder dran. Da kannst du definitiv nicht taktieren, sondern in jeder Kurve einfach nur versuchen, so viele Meter wie möglich zu machen. So, jetzt der Angriff von Bonacorsi gegen Gwerda. Außenbahn, innen rein. Klasse gemacht vom Yamaha-Piloten und damit Platz 3 nach Italien aktuell. Gwerda auf der 4. Erfolg von Staufer, der versucht da dran zu bleiben an dem Package.
Noch Everts, lässt hier nicht abreißen, hat wieder ein paar Meter gut gemacht. Und dahinter in der nächsten Gruppe wird genauso eifrig gekämpft. Camden McLellan ist es da, die 122. Und da kommt die 7, kommt Maxi Spies, hängt hier weiter, noch hinter den Top 10. Der Fantic-Pilot, von dem wir aber wissen, dass er gerade am Ende des Rennens unglaublich stark ist. Ja, natürlich Riesendruck für den jungen Kerl, mit dem Red Plate hier zum Finale zu kommen. Aber einfach fahren. Hinter ihm Iris Pumpurs. Vor ihm Radim Kraus, die 130. Ah, die engen Ecken, das ist nicht so für den langen Spieß. Muss ordentlich ackern. Geht nicht so einfach, wie er sich das vorgestellt hat. Hat aber definitiv dort Radim Kraus Platz 12 im Visier. Und davor wird auch eifrig gefightet. Und noch sind es 12 Minuten plus zwei Runden. An der Spitze Maxime Gou. Der Franzose ein bisschen abgesetzt vom jetzt in diesem Moment neuen zweitplatzierten Andrea Bonacorsi. Da hat er Oriol Oliver an der gleichen Stelle genauso überholt wie eine Runde zuvor. Auch schon Mike Werder außen rum Schwung mitgenommen für die nächste Kurve. Perfekt innen platziert. Jetzt vielleicht der Konter vom Spanier. Ah, kleine Berührung. Aber Bonacorsi bleibt noch auf der 2. Aber die 10 lässt nicht locker. Neuer Viertplatzierter übrigens inzwischen die 401. Marcel Staufer, während Radim Kraus kurz zu Boden gegangen ist. Das heißt also auf jeden Fall Platzgewinn für Maxi Spies. Müssen wir gleich mal gucken, wo der 7er auftaucht. Jetzt aber erstmal der Blick in Richtung Spitzenverfolgerfeld. Vorne die 20. Kleiner Vorsprung für den Franzosen. Es ist eine Franzosenbahn jetzt, wenn es so trocken ist. Hart mit schwarzen Streifen. Das können sie. Das kennen sie von zu Hause. Aber auch der Italiener scheint sich bei diesen Bedingungen sehr, sehr wohl zu fühlen. Genauso wie auch der Spanier, der direkt dahinter ist. Und was Staufer hier zeigt, ist wirklich absolute Klasse. Mit dem 250er Zweitakter ist er absolut auf der Höhe mit den Top-Jungs aus der Europameisterschaft. Hat hier noch die Chance, sogar aufs Laufpodium zu fahren. Go, im schwarzen Dress, weiterhin zwei, dann unterschiedliche Linien, mal in der 180-Grad-Kehre wieder der Angriffsversuch vom 401er, vom Staufer auf den 10er. Aber der macht jetzt hier eine super Move. Und dahinter dann Everts. Auch der ist an Gwerda vorbeigegangen. Der Red Bull Holdshot Winner nach dem Fehler hier aus dem Rhythmus gekommen. Ja, Staufer hat es jetzt probiert, genauso wie Bonacorsi zu agieren. Aber der Zehner, der Spanier, hat es gemerkt, hat die Tür dicht gemacht. Eigentlich für mich nur noch eine Frage der Zeit, wann Staufer hier die Lücke findet, um auf Platz 3 vorzugehen. Agiert er richtig? Jetzt der Angriff. Klasse! Hat man gerade so noch gesehen. Staufer auf die 3. What a ride hier. Was für eine Fahrt vom Österreicher. Wie entfesselt unterwegs. Da kann Oliver nicht mithalten, muss sofort abreißen lassen. Und Staufer, ja, der macht sich jetzt auf die Jagd nach Platz 2. Nach Andrea Bonacorsi. Der Italiener im holländischen Yamaha-Team. Vorbei an der Pitlane. Noch sind es fast 9 Minuten plus 2 Runden, die hier auf dem Plan stehen.
Everts ist Fünfter, Gwerda Sechster, Hakon Fredriksen auf der Sieben, Manu Goika Achter, Camden McLell 9, Manik Appelt hier stark auf der 10. Position. Dahinter Jakob Spieß 12. Pumpus 13, Nico Reutmann 14, Lauri Falke 15. Magnus Smith 16, Paul Bleu 17, Justin Trache aus dem Last Chance Rennen in die Punkte auf 18. Kröner und Radim Kraus, das die Top 20. Und Max Bülow, vorhin ja im Last-Chance-Rennen knapp Zweiter, liegt sogar auf der 21. Position, könnte also auch noch das eine oder andere Pünktchen ergattern. Aber wir blicken wieder nach vorne, wo Liam Everts die 72 im hellblau-weißen Dress jetzt Meter gut macht auf den orange-weißen Zehner, auf Oriol Oliver, auf den Spanier. Gwerda ist noch dran, aber im Moment nicht in Schlagdistanz. Da ist nicht mehr ganz so der Zug hinter wie in den ersten Runden, wo er die Nase vorne hatte. Zieht sich jetzt ein kleines bisschen auseinander. Hier die Spitzengruppe im 250er-Rennen bei den Youngstern der U21-Abteilung. Und Everts, wir sehen, sieht jetzt hier, dass der Spanier ein bisschen minimal schwächelt. Und das ist natürlich sofort die Motivation für den gerade 17 Jahre jung gewordenen Belgier, nochmal ordentlich Gas zu geben und da vielleicht auf Position 4 vorzufahren. Zielstrich vorbei, Infos aus der Pitlane vom Mechaniker. Liamski ja hier mit kompletter Family angereist. Opa Harry Everts, letztes Wochenende in Drena, musste er noch passen. Der viermalige Ex-Weltmeister, der ist jetzt hier wieder mit dabei. Ihm gefällt es hier prima in Reutlingen. So, da hat es einen Sturz gegeben. Oh, schade, das ist die 90er Yamaha von Justin Trache auf der 18. Position. Wo der Pilot war, haben wir nicht gesehen. Was wir hier sehen auf dem Bildschirm ist weiter der Kampf um Platz 4 zwischen der 10 und der 72. Oriol Oliver und Liam Everts. Müßig ist auf der letzten Rille unterwegs. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und robbt sich hier wirklich Zentimeter um Zentimeter an Oriol Oliver heran. Ohne hier im Moment wirklich Vollzug melden zu können. Ja, das ist wirklich allerletzte Rille. Kleine Superman-Einlage vom Belgier. Gassan bleibt aber trotzdem auf. Rückstand waren gerade 0,9 Sekunden. Gucken wir uns das jetzt mal an, wenn sie wieder hier am Zielstrich auftauchen bei noch 5 Minuten plus 2 Runden. ...0,7 Sekunden. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen, wie man so schön sagt. Vorne ist es weiter. Groh mit der Nummer 20, der hier 1,7 Sekunden vor Bonacorsi führt. Die haben sich dann schon ein bisschen absetzen können von Staufer. Und der auf Platz 3 relativ sicher vor Oliveira und Everts. Ja, und Maximilian Spieß kämpft hier weiter nach einem durchwachsenen Start um jeden Zentimeter. Wird hier geführt auf der 11. Position. 3 Sekunden sind es zu Koiker, zum Niederländer, aber dem hat er in der letzten Runde auch über 2 Sekunden abgeknöpft. Also das könnte zumindest noch ein Top-10-Rang werden und jeder Punkt zählt im Moment. Spieß mit dem Red Plate. Würde bei der derzeitigen Konzentration
das aber abgeben müssen. Wäre dann um 3 Punkte zurück. Auch das immer noch offene Entscheidung. Ja, da sehen wir es. Koiker taucht jetzt immer größer vor Spieß auf, aber der muss aufpassen. Mairis Pumpus, die 6-0-1, der hinter Spieß unterwegs ist, kommt da auch immer näher ran. Wenn also Spieß jetzt hier gleich den Niederländer Koiker die 4-8-4 erreicht, dann muss er da ziemlich schnell handeln. Denn sonst besteht die Gefahr, dass der 6-0-1er sich da auch noch einmischt in diesen Kampf um Platz 10. Da sind wir wieder beim Spitzenreiter. Der hat nur noch 0,9 Sekunden bei 2,5 plus 2. Denn Andrea Bonacorsi hat da nochmal rechts auf laut gemacht. Und auch Marcel Staufer jetzt mit der absolut schnellsten Rennrunde war mal eben 1,2 Sekunden schneller als der kleine Franzose an der Spitze. Go, Bonacorsi und dann Staufer. Und danach weiter auf der 4, Oriol Oliver und dann Liam Eberts. So, Spieß jetzt auf der 10. 3 Sekunden hinter Manik Appelt, während Bonacorsi jetzt schon versucht zu überrumpeln mit dem gleichen Manöver wie vorher, außen innen, aber das ging jetzt nicht. Und in der nächsten Spitzkehre wäre ihm fast aufgelaufen, hat fast seine Yamaha ausgebremst und damit jetzt erstmal wieder etwas Luft für die 20. Oben an der Motul-Flasche am Sprung vorbei. Jetzt geht's hier hinter dem Sprecherturm her. Und dann schrauben wir uns nochmal dort durchs Wäldchen rauf. Um dann gleich wieder im freien Fall runter zu fliegen. Was für ein Bildgrü! Und dann Andrea Bonacorsi, der Franzose, weiter vor dem Italiener. Das werden 3 heiße Finalrunden, denn wir haben jetzt noch 1 Minute plus die 2 Runden. Es geht also in die letzten 3 Runden um Platz 1 jetzt der Kampf Rad an Rad. Husqvarna gegen Yamaha. Und Staufer, ja, kommt da auch immer wieder näher ran. Vielleicht kann der sogar profitieren, der Österreicher mit der 401. Wenn die beiden sich gleich zu sehr duellieren. Im Moment, Gru wieder mit etwas Luft auf Bonacorsi. Hält hier gute Linien, ein bisschen enger als der Italiener. Der versucht es immer außen herum mit ganz, ganz viel Schwung. Passt aber nicht in jeder Kurve. Jetzt Gru wieder ganz eng innen. Bonacorsi nimmt die weiteste Linie. Aber das passt an dieser Stelle nicht. Nächste Ecke, wieder der Angriff von Bonacorsi. Durchs Karussell, volles Rohr, aber Gru, ah, der riecht den Braten. Der macht dann einfach die Linie zu. Bonacorsi kann seinen Speed nicht nutzen und hängt dann im nächsten Eck wieder hinter dem Franzosen fest. Der Italiener ist schneller hier, minimal. Aber der Franzose vorne macht das super klasse. Richtig ausgebucht, ausgebufft. Ja, und da sehen wir die 401. Marcel Staufer. Der ist da nicht mehr weit von weg. Was für eine Aufholjagd hier nochmal vom Österreicher. Steilang hinunter. Gru, Bonacorsi, Staufer. Der ist nicht direkt in Schlagdistanz, aber der ist bereit, wenn einer von den beiden da vorne einen Fehler macht. Absolut hochklassiges Racing hier von den Jungstars aus der Europameisterschaft, die ja hier auch bereits in Factory oder Semi-Factory Teams unterwegs sind. Go für Rockstar Energy Husqvarna und
Bonacorsi für Monster Energy Yamaha im Team von Hutten Metal. Jetzt Groh mit etwas Vorsprung zu Beginn der letzten beiden Runden. Und Staufer kurz zu Boden gegangen. Das ist ärgerlich für den Österreicher. Staufer unbeachtet von unseren Kameras zu Boden gegangen. Ist auf Platz 4 zurückgefallen. Da wollte er vielleicht zu viel. Und da ist dann wirklich auch noch der Spanier Oriol Oliver vorbeigegangen. Nochmal der Versuch von Bonacorsi und der Sturz von Grau. Haben sich nicht berührt, definitiv nicht. Grau kommt das Motorrad quer in der Luft, überschlägt sich spektakulär. Aber in dem Moment war eigentlich Andrea Bonacorsi schon vorbei am Franzosen. Maxim Grau also gestürzt und damit geht der Sieg an Bonacorsi. Staufer kann da nicht von profitieren, der wäre jetzt da gewesen für Platz Nummer 2. Aber nachdem er ebenfalls ausgerutscht war hier in der vorletzten Runde, ist es die 35 Andrea Bonacorsi, der jetzt deutlich, deutlich das Feld hier anführt. Vor ihm ein überrundeter Pilot. Malik Schoch müsste das sein, der hier gleich passiert wird vom gelb gekleideten Italiener Andrea Bonacorsi. Jawohl, so ist es. Und der geht jetzt in die letzte Runde. Kann da ruhig machen. Ja, schade mit dem Sturz von Groh. Aber in dem Moment war Bonacorsi auch vorbei. Wie gesagt, haben sich nicht berührt. Groh versuchte da vielleicht ein bisschen zu eng beim Sprung. Dadurch hat sich das Heck weggedreht. Und er hat sich überschlagen. Hoffen wir, dass er hier das Rennen noch zu Ende bringen kann. Oliver auf der 2 und Staufer ist wieder dran. Die 401 an der 10. Das wird am Ende nochmal ganz, ganz eng um Platz 2. Spitze ist durch. Hier sehen wir es. Da ist Oriol Oliver und dahinter die 401. Da haben wir es ganz kurz gesehen. Dieses Duell um Platz Nummer 2 und da sind wir wieder. Während Grau fährt auf der 8. Maxim Grau auf der 8 unterwegs. Spieß jetzt sogar 7. Der hat sich aber schön nach vorne gerobbt hier, Maxi Spieß. Platz 2, weiter die 10. WZ Racing, Oriol Oliver. Und dahinter für Sturm STC Racing, Marcel Staufer. Gibt es da noch eine Möglichkeit für den Österreicher nach seinem Fehler doch noch Platz 2 zu ergattern? Ah, jetzt der Abstand doch wieder recht groß. Vielleicht sagt er sich auch, lieber sicher diese 20 Punkte mit nach Hause nehmen. Das würde nach derzeitigem Stand der Dinge heißen, die beiden gehen punktgleich in den Finaltag. Oh, aber jetzt ist der hier dran. Da hat es den nächsten Sturz gegeben. Doppelt gelb geschwenkt kurz vor dem Ziel. Das heißt Überholverbot. Bonacorsi kommt. Der macht ganz, ganz langsam. Ja, und Staufer ist dran, aber der darf jetzt nicht überholen. Wegen doppelt gelb. Und der Sieger heißt Andrea Bonacorsi. Und Platz Nummer 2 dann ganz knapp für Oriol Oliver. Marcel Staufer bleibt Dritter, dann wird Evertz Vierter. Gwerda kommt auf der 5. Position ins Ziel. Jawohl, so ist es. 6. wird Håkan Fredriksen, sind 15 Zähler. Und 7. und damit 14 Punkte für Maxi Spieß vorbei, noch an Appelt und Pumpurs. Und Respekt für diese Aufholjagd vom 7er von Maxi Spieß. Und damit müsste Spieß sogar mit einem Punkt Vorsprung in die letzten beiden Rennen morgen gehen. Egal wie auch immer, haut sich davon hin. Nein, war okay, Maxi, alles gut.
Aber der Sieger, der steht gleich da unten beim Luki. Da wird sich noch ein bisschen sortiert. Fredriksen, wie gesagt, 6. Appel, Pumpus 9, McLellan 10. So, Luki, bitteschön. Yes, herzlich willkommen hier von der Siegerehrungsrückwand. Bei mir zu Gast der glückliche Sieger, der Gewinner des ersten Laufes, hier der Youngster Cup-Piloten Andrea Bonacorsi. Andrea, du bist momentan 8 in der EMX. Jetzt der Laufsieg hier beim ersten Lauf. Ich glaube, bist du glücklich darüber. At the moment you are at the 8th place at the European Championship. Now the first victory this race weekend at the ADAC Masters. I think you're happy about it. Yes, we are working really good with the team in this second part of the season, let's say. And today we are here to do this ADCAC race. And it's going well. I did first in the qualifying in my group, and now I win this moto. The start was not really good, but I have a quite good pace and good lines, and I have a pass for the lead and win this moto. Ja, mit der EMX ist er momentan sehr, sehr zufrieden. Nimmt das jetzt hier bei den ADAC EMX Masters, um hier nochmals auf Hardboden zu trainieren. Er war nach der Quali Erster, also Pole Position, das hat ihn natürlich sehr, sehr gefreut. Ist jetzt natürlich, hat er super Linien gefunden, hat er gesagt, hat eine sehr, sehr gute Pace während dem Rennen und deswegen erster Platz. So, what do you expect after tomorrow, the second and the third race? Yeah, tomorrow, of course, we go again for it and... My goal is to do two good start and be already in the front the first laps and let's see what we're gonna do. Ja, er hat gesagt, er will morgen natürlich wieder mit von ihm mit dabei sein, dann aber gleich alles richtig machen, nämlich einen besseren Start rausfahren und dann eben das Fahrerfeld von Anfang an anführen. Das ist das Ziel von ihm. In that case, I wish you much success for this weekend and for the EMX. Thank you for the interview. Thank you very much to you. Ja, Tommy, ich gehe wieder zu dir hoch, zu den Resultaten. Die hast du noch für uns, oder? Ich denke mal, strahlender Sonnenschein, das ist zum Beispiel eins der Resultate aus diesem Rennen. Andrea Bonacorsi, Oriol, Oliver, Marcel Staufer, das ist die Top 3. Liam Everts, 4. Mike Werder auf der 5. Håkon Fredriksen, 6. Maxi Spies, 7. Mani Gappelt auf der 8. Auch das stark für den Ratspiloten. Maris Pumpus auf der 9. Cam McMillan, 10. Koika wird 11 vor Groh, unserem Pechvogel. Kreutmann 13, Jakob 14, Smith, Falke, Bleu, Kraus, Kröner und Loa Ludwig. Das sind die Top 20, das sind die Jungs, die hier Punkte kassiert haben in dem ersten Rennen der Youngster. Schröder, Pedersen, Bülow, Voxen, Klemann, Viktor Klemann, Tornau, Rehberg, Fink, Wasicek, Makonis, die beiden Greiners, Fiedler, Schoch, Bergmann, Doman, Thunecke, und Thunecke, wie gesagt, Drache, Wind und König leider raus in diesem Rennen. Drücken wir die Daumen, dass es morgen wieder für die weitergeht. So, wir machen jetzt hier für unsere TV-Zuschauer ein bisschen Promotion hier am Ort. Einmal durchatmen, gleich geht's zu den Big Boys, den Mastern.